Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Und für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Laria, Witch of Roses, auf TikTok, Instagram und vor allem hier auf YouTube. Und heute möchte ich euch nochmal eine historische Kurzreihe präsentieren, das heißt zwei Teile. Dies hier ist Teil 1. Und zwar geht es um die Geschichte der Runen. Das heißt, in diesem Video geht es erst einmal um die Erfindung der Runen und um Johannes Burens, der die Runen gedeutet hat. Also, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich! Warte. Hast du Interesse an einem SOS-Tarot-Karten-Reading? Bist du gerade in einer sehr brenzlichen Situation und du hast Angst, überhaupt irgendeinen Schritt zu tun, in der Sorge, dass es ein falscher sein könnte? Oder stagnierst du gerade in deinem Leben und möchtest das Ganze analysiert haben? Vielleicht aber auch möchtest du gerne mit einer Wesenheit arbeiten, mit einer bestimmten, oder du möchtest generell mal in die Anderswelt reinhören und gucken, welches Wesen gerne mit dir arbeiten würde? Das wäre zum Beispiel das Channeling. Oder hast du generell ein sehr spezifisches, persönliches Problem? Merkst du, dass da spezielle negative Energien sind, Wesenheiten, die dir das Leben schwerer machen? Aber trotz der ganzen Reinigung etc. ist dieses Wesen oder diese Energie immer noch bei dir und du weißt nicht weiter? Vielleicht stagnierst du auch auf deinem magischen Hexenweg. Dann wäre ein Beratungsgespräch, ein 1:1 im Videocall das Richtige für dich. Vielleicht hast du aber auch Lust auf ein Coaching bei mir zum freien Willen. Auch das und vieles mehr findest du auf meiner Website thewitchofroses.com. Schau doch einfach vorbei. Here we go! Ich weiß, dass ich hing am windigen Baum, 9 lange Nächte, vom Speer verwundet, dem Odin geweiht. Mir selber, ich selbst. Am Ast des Baumes, den man nicht ansehen kann, aus welcher Wurzel er spross. In diesen vorangegangenen Zeilen aus dem altnordischen Gedicht Habermal beschreibt Odin den Akt der Selbstopferung, wodurch er damals, laut Legenden, die Runen erhielt. Die Runen sind das magische Alphabet der alten germanischen Völker. Länger als 1000 Jahre benutzten Nachfahren der Stämme aus Mitteleuropa, Skandinavien wie auch den britischen Inseln die ziemlich einfachen und eckigen Buchstaben zu religiösen, magischen wie auch praktischen Zwecken. Historiker, welche sich natürlich auf schriftliche Dokumente wie auch archäologische Funde stützen müssen und sich natürlich nicht auf die Worte einer Gottheit verlassen dürfen, datieren den Ursprung der ersten Runenschrift auf ungefähr 50 bis 100 nach Christi. Dies ist die Datierung der ersten bekannten Runenschrift. Ich selber bin noch ein bisschen unschlüssig, wie das Ganze gemeint ist, denn ich habe aus mehreren Quellen auch noch herausgefunden, dass definitiv Runenschriften bereits vor Christi Geburt existiert haben, hier in unseren Breitengraden. Warum es jetzt offiziell so festgelegt wird, 50 bis 100 nach Christi, ich bin mir selbst noch unsicher und unschlüssig. Ich konnte darüber auch nicht so viele Informationen finden. Wenn ihr was wisst, schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Nach der Erfindung sozusagen der Runen und nach der Übernahme wurden diese für wichtige spirituelle, magische wie auch symbolische Funktionen übernommen und selbst noch nach dem Niedergang Roms durch die Völkerwanderung wurden sie beibehalten, sogar auch noch durch die dunklen Jahrhunderte hindurch. Die unterschiedlichen Runenalphabete nennt man Futhark oder auch Futhork. Diese Namen setzen sich zusammen aus den ersten Buchstaben der jeweiligen Alphabete. Das ältere Futhark besitzt dabei 24 Zeichen, das jüngere Futhark aus der Wikingerzeit 16 Zeichen
und nach dem Untergang Roms besiedelten angelsächsische Völker die britischen Inseln und kreierten dort das Futhorc, bestehend aus 29 oder 33 Zeichen. Mit dem entstandenen und sich auch weiter verbreitenden Christentum verschwand der Gebrauch der Rune mit der Zeit. Nicht zu vergessen auch die Christianisierung, da natürlich sehr, sehr viele, eigentlich fast alle heidnischen Bräuche verboten wurden, auch das Praktizieren sämtlicher heidnischen Traditionen und natürlich auch der Gebrauch der Runen. Somit, ja, verschwanden sie nach und nach. Und erst im 17. Jahrhundert tatsächlich wurde das Interesse wieder erweckt und die Runen wurden sozusagen wieder ausgegraben. Aber dazu kommen wir gleich. Und nun wagen wir einen kleinen Zeitsprung. Überall in Schwedens Landregion, damals wie aber auch noch heute, fand man Steine mit merkwürdigen, eckigen Symbolen aus vorchristlicher Zeit. Damals interessierten sich noch herzlich wenige für diese Denkmäler. Erst als unter den Gelehrten in Schweden wie auch in anderen Ländern bzw. generell in Ländern der Welt die Bibel nicht länger als Geschichtswerk angesehen wurde oder als exaktes Geschichtswerk wohlgemerkt, begann langsam das Interesse an diesen Denkmälern mit diesen merkwürdigen Symbolen zu steigen. Und zu dieser Zeit lebte ein junger Mann namens Johannes Boreus, 1568 bis 1652, und durchstreifte das Land in Schweden und kopierte dort die Schriftzeichen, die Runen, von den Steinen ab. Anfangs war dies nur ein leidenschaftliches Hobby seinerseits, aber nur kurze Zeit später sorgten seine Freunde, welche in der schwedischen Verwaltung gearbeitet haben, dafür, dass er sogar für seine Arbeit vergütet wurde. Um 1600 herum schaffte er es tatsächlich, die Runen zu entziffern und gelang zu der festen Überzeugung, dass hinter den Runen ein Geheimnis stecken würde. Aufgrund dessen wandte er sich, wie viele Gelehrte zu seiner Zeit, sich dem Okkultismus zu, um dieses Geheimnis ans Licht zu bringen. Nach seinem Kabbala-Studium und John Dees rätselhaftem Buch Monas Hieroglyphica war er sich sicher, eine Dimension entdeckt zu haben, welche hinter den Runen stecken würde. Seine Lösung war Adol Runa, eine Matrize, aus der das Runenalphabet entstanden war. Die Symbolik mit pythagoreischer Geometrie vereinigt und somit einen Schlüssel für die biblischen Prophezeiungen überlieferte. 1611 entstand der erste Entwurf zu seinen Ergebnissen, Adol Runa Rediviva. Diesen legte er dem schwedischen König Gustav II. Adolf vor. 30 Jahre später überreichte er Königin Christina, das war die Tochter von Gustav Adolf, die fertige Fassung, die allerdings genauso wenig wie ihr Vater mit dieser Abschrift überhaupt anfangen konnte. Nach Boreus' Tod griffen noch einmal jüngere Studenten seine endgültige Fassung auf, ignorierten dabei allerdings komplett die okkulten Passagen und stützten sich nur und ausschließlich auf die historischen wie auch linguistischen Textpassagen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zu dem Zeitpunkt das Zeitalter der Aufklärung anbrach. Und ab diesem Zeitpunkt an, für weitere gute 200 Jahre, fristete der Okkultismus ein Schattendasein. So, das war's wieder. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs, kann man das noch Exkurs nennen? Historischer Exkurs, hat euch gefallen. Gerade weil Runen auf meinem Kanal schon öfter angefragt wurden, dachte ich, erkläre ich euch erst einmal ein bisschen was über diesen historischen Kontext, bevor wir in das ganze Magische hineinkommen. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch schon auf Samhain freut, denn tatsächlich für den Oktober habe ich mehrere Sachen geplant. Es kann tatsächlich auch dazu kommen, wenn ich es schaffe, dass ich mehr als nur ein Video die Woche hochlade. Und ich rede nicht von einem Reel, sondern von einem richtigen Video. Denn ich finde, diese Zeit muss man einfach nutzen. Ich habe so viele Ideen und ich hoffe, ich komme so in die Umsetzung, wie ich es mir eigentlich denke und erhoffe. So. Und im Übrigen ist noch mein Laptop gerade am kaputt gehen. Deswegen hoffe ich einfach, dass er wenigstens den Oktober noch durchmacht für euch. Und genau, schreibt es mir super gerne in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder Fragen habt. Hier sind noch weitere Videos. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat.
oder sogar ein Abo. Abonniert die Glocke. Und dann würde ich sagen, seid gesegnet, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.